Wir gehen rein. Wir haben noch ein bisschen Transfers. 13 Millionen, Gehälter 7,97 zur Verfügung. Wir gehen nochmal rein in den Transfermarkt und gucken mal. Transferhistorie. Da gab es doch immer so einen extra Punkt, wo man das so schön sehen konnte. Verhandlungsstatus, genau, nee, da war nix. Kooperationsverträge, da waren wir auch noch nicht drin. Okay, was hatten wir noch? Scouts, die sind unterwegs. Genau, hier können wir nochmal reinschauen, was hier so gescoutet wurde. Lauter gute Jungs hier, die aber wahrscheinlich leider nicht zu uns wollen. Wir sortieren mal nach Alter. Barca B, Real Madrid A-Jugend, Karlsruhe. Da hat Tim Sauermann von Karlsruhe. Den hatten wir auch jetzt schon richtig lange im Blickfeld. Und ich weiß nicht, introvertiert, Sprachgenie, ehrgeizig, professionell. Also so von seiner Ausstattung, von seinem Charakter, den er mitbringt, auf jeden Fall eine Option. Wenn halt ein Typ für die zweite Mannschaft, wo er sich entwickeln kann. Ich meine, 66er Grundstärke mit 19 Jahren, das ist schon bombastisch. Aber der wird jetzt auch nicht so einfach mit der zweiten, von Karlsruhe in die zweite wollen. Denn ich denke mal schon, dass er beim KSC spielt. Kann man hier nach KSC suchen? Natürlich nicht. Karlsruhe. So. Oh ja, und die stehen gut da. Auf Rang 12. Schauen wir mal rein. Team. Stärke. Und wo ist er denn? Da, Tim Sauermann. Der ist sogar Captain. Also der spielt schon bei denen. Ich gehe mal eben rein. Wir könnten ein Angebot ihm unterbreiten. Schau mal. Aber da müssten wir mal so richtig tief in die Tasche greifen. Schaut euch mal das an. Lächerlich noch. Ab 1,3 beginnen mal so ein bisschen die Verhandlungen. Aber er wäre auf jeden Fall ein cooler Spieler. Ähnlich wie Perdedai. So ein Typ, aber da würde ich sagen, dann bauen wir erstmal Perdedai auf. Und dann gucken wir weiter. Wir gehen mal nochmal eben rein in die erste Mannschaft. Wir könnten vielleicht auch nochmal in die Verträge eben reingehen und da eine Kaderanalyse machen. Mit unserem System, das wir spielen. 4-2-3-1. Okay, Analyse aktualisieren. Was ist das 4-2, wo haben wir es denn? 4-2-3-1. Und dann machen wir hier noch Hertha. Oder wir gehen mal rein 4-4-2, dann hätten wir auch noch mit zwei Stürmer. Wo haben wir es denn? 4-4-2, okay. Maximilian Goldbach braucht eine Woche und dann erstellt er schon mal eine Analyse. Okay, wir gehen mal rein. Wie laufen eigentlich die Verträge aus? Wäre vielleicht auch nochmal interessant anzuschauen. Lels Vertrag läuft schon mal aus. Das ist nicht gut. Ottl, ja gut, den verkaufen wir ja so gerade nochmal. Also das ist richtig geil. Das haben wir wirklich richtig cool gemacht, glaube ich. Wenn wir da nochmal verlängern hätten wollen, da hätte er nämlich auf jeden Fall nochmal viel mehr haben wollen, der Gute. Mijatovic, der wird ja uns auch verlassen. Auch perfekt zu Catania Calcio. Dessen Vertrag wäre auch ausgelaufen, also von daher auch gut. Und Basti Ocipka, um ihn müssen wir uns wirklich recht schnell kümmern. Er ist irgendwie der Typ, der stärketechnisch vielleicht nicht so richtig Gas gibt. Der dann nicht sofort aufsteigt, aber der bringt konstant gute Leistungen. Und so soll es sein. Also von daher macht er das wirklich richtig gut. Da können wir vielleicht das Trainingsziel nochmal ändern. Das ist ja eigentlich, wo kann man das hinsetzen mal? Auf was anderes hier als Ballkontrolle, denn das kann er schon recht gut. Genius. Oder was haben wir noch? Flanken kann er auch gut. Kreativität. Passspiel ist auf einer 69, soll man als Passspiel nochmal ein bisschen trainieren. Können wir auch gleich mal hier motivieren oder so. Was können wir denn sagen? Du musst körperlich stärker oder du musst mehr Verantwortung übernehmen, sagen wir mal. Okay, macht er. Und wir versuchen mal, ihn zu verlängern. Okay, geht schon mal. Basti Ocipka macht keinen Hehl daraus, dass er einer Vertragsverlängerung nicht abgeneigt wäre. Beim Spieler seiner Qualität will ich ihm nicht so viel Hoffnung machen. Und es ist auf jeden Fall gut, dass sich Ocipka im Verein wohlfühlt. Okay, er will mindestens 3 Jahre in der Verlängerung. Ist auf jeden Fall drin. Schauen wir mal, was machen wir denn jetzt da? Du wirst in der Regel spielen, denke ich, können wir angehen, oder? Macht er ja bisher auch. 3 Jahre, das ist in Ordnung. Der fordert auch gar nicht so viel. Also, außer hier ist noch eine dicke Klausel drin. Gehaltskürzung ist in Ordnung. Können wir auf 20 mal lassen. Auflaufprämie auf 1500 gehen wir mal hoch. Internationale Vereinsspiele. Da will er nochmal ein bisschen was. Kriegt er 30.000 nach 4 Spielen. Okay, aber von dem her sieht es gar nicht so schlecht aus. Da können wir sogar noch ein bisschen runtergehen und es wäre noch fair, ey. Mein lieber Schotti.
Kriegt er 575.000, verdient 100.000 weniger. Angebot unterbreiten. Okay, wird sich wieder melden. Sehr schön. Ich denke mal, das könnte glatt gehen. Jetzt versuchen wir noch mit Lel was zu machen. Okay, Lel würde seinen Vertrag sehr gerne verlängern. Es gibt natürlich den einen oder anderen Interessenten und er fühlt sich wohl, will auch 3 Jahre. Die kriegt er, denke ich mal. Stammplatzgarantie, ja. Denke ich, können wir mit ihm mit angehen. Da auf der Position werden wir uns auch nicht so verstärken. Sprich, vielleicht einen Julian Koch mit hochziehen. Aber der hat dann noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln, ganz klar. So, Gehaltskürzung 20%, Auflaufprämie 2,4. 65 nach 6 Spielen. Machen wir mal nach 10. Dann dauert es noch ein bisschen. 1,4 Villa. Ist natürlich schon ein bisschen mehr als gewohnt. 1,2 wäre noch akzeptabel für ihn. Würde ich sagen. 3 Jahre. Was können wir hier mitgeben? Nationalspieler, denke ich, werden wir nicht mehr ganz aus ihm bekommen. Okay. Akzeptabel. 1,2 Millionen ist auch noch human, ehrlich gesagt. Angebot unterbreiten. Okay, sehr schön. Dann hätten wir schon mal die Verträge verlängert. Wir gehen mal rein in die zweite Mannschaft diese Saison. Ein Weinberger hat noch länger Vertrag, ne? Das hatten wir schon mal bis 2014. Genau, das war dieser Fehler. Alfredo Morales bis 2013. Ihn müssen wir verlängern. Knoll vielleicht auch und Burchert. Okay. Er könnte sich eine Gehaltserhöhung vorstellen. Ich muss vor allem spielen, alles andere ist zweitrangig, es sei denn, sie schütten mich mit Geld zu. Ich fühle mich wohl im Verein, das ist also alles durchweg positiv. Maximal 2 Jahre. Also der will da sich nicht richtig festlegen. Was machen wir denn hier? Du bist ein Ergänzungsspieler? Zweite Mannschaft wird er auf jeden Fall nicht mehr hinnehmen, ganz klar. Ergänzungsspieler ist in Ordnung. 2 Jahre, genau, 400.000. Wir gehen nochmal hier rein, schnell. Was es hier gibt, Auflaufprämie, kann man ein bisschen hochgehen auf 1.500. Zu Null Bonus können wir auch nochmal 6.000 machen. Internationale Vereinsspiele nach 2 Spielen 19.000, machen wir mal 20 nach 3. Okay, Gehaltskürzung ist alles in Ordnung, sehr schön. Und dann können wir hier auf 420.000 gehen. Und würden nichts bereuen, würde ich mal sagen. 2 Jahre ist in Ordnung. Angebot unterbreiten. Okay, Nummer 1 hätten wir. Marvin Knoll. Macht auch kein Hehl daraus. Ist auch wunderbar mit dabei. Maximal 3 Jahre. Ihm geben wir auch erstmal nur 1 Jahr. Wenn nicht, wird er verkauft. Würde ich mal so sagen. Denn er ist schon mit 22 ein bisschen älter, also Alfredo Morales ist ja auch erst 22, aber Knoll war ausgeliehen, hatte die Chance bei Dresden sich durchzusetzen, nicht so richtig genutzt, steht nur mit einer 62 da, von daher geben wir ihm noch einmal die Chance, aber auch nicht mehr. Ergänzungsspieler ist in Ordnung, oder machen wir mal 2 Jahre, aber mehr nicht du. So, hinzufügen, entfernen, das ist glaube ich wieder alles soweit in Ordnung. Auflaufprämie 900 €, okay. Und dann gehen wir hier noch auf 2,45 hoch. 2 Jahre ist in Ordnung. Angebot unterbreiten. Okay. Dann gehen wir rein. Sascha Burchardt. Das Ganze... Der Spieler lehnt zum gegenwärtigen Zeitpunkt Verhandlungen zur Vertragsverlängerung ab. Ist dann nicht so zufrieden mit. Okay. Hier unten haben wir ja nichts mehr, ne? Nee. Ist natürlich... Habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Immer so eine Sache, ne? Diese Winterpause oder die Vorbereitung. Da zieht sich alles immer ein bisschen... Aber ich finde auch solche Sachen sind wirklich interessant, wenn man jetzt da andere Sachen, andere Dinge verfolgt in anderen Let's Plays und so weiter. Fast immer noch interessanter für mich als Spiele. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber sowas finde ich immer cool. So, Lel soll gehalten werden, das ist klar. Hertha BSC mit dem ersten Angebot und ich trinke mal eben einen Schluck. So, sonst ist meine Stimme voll im Arsch. Und wir schauen rein. Die Rangliste des Fußballs, Kraft, internationale Klasse. Mit einem Militz und einem Drogny und einem Neuer natürlich, ganz klar. Hummels, mal schauen. Innenverteidiger ist leider keiner von uns dabei. Da können wir uns mal umschauen. Kyriakos Papadopoulos ist ja nur geliehen nach Düsseldorf. Der macht dann eine gute Hinrunde. Sehr schön. Okay, zweite Liga. Gehen wir da mal rein. Haben wir da jemanden Jungen? Marc Bartra von Freiburg. Ja, den hatten wir auch mal im Blickfeld so ein bisschen. Oder ist noch im Blickfeld. Der Gute. Okay.
Sonst alle ein bisschen älter schon. Keeper hier auch. Olli Baumann vielleicht noch eine Option, aber da haben wir einen Kraft drin. Und einen guten Ersatz, von daher nicht so wichtig. Lell im weiteren Kreis als Rechtsverteidiger. Beziehungsweise überhaupt Außenbahn defensiv, Außenbahn offensiv. Götze natürlich in der internationalen Klasse mit dabei. Ein Ignowski noch von Bremen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Haben wir auch mal. Oh ne, 9 Millionen. Den brauchen wir erst gar nicht mehr ins Blickfeld hauen. Okay, Mario Götze auch nicht, Roberto Firmino, Choupo-Moting, hier von Nürnberg auch einer, Darwin Quintero, war der nicht der etwas schlechtere? Ja, okay. Zweite Liga nochmal eben durchgucken, hier nichts auslassen, falls wir doch irgendwo einen richtig guten, einen richtigen starken finden. Hier Martin Waghorn, Waghorn und ist Engländer, Martin Waghorn, okay, brauchen wir nicht. Weiter geht's. Lell verlängert bei Hertha BSC Berlin. Der Badeschlappen geht, oder dem Badeschlappen hier vielmehr, gelingt ein wichtiger Schritt bei der Kaderplanung. Sehr schön. Hat bislang 82 Ligaspiele absolviert. Gab unseres Wissens nach keine weiteren Interessenten für den Spieler. Ja, ich denke, da hätte schon den einen oder anderen gegeben, wenn man es wirklich ausgerufen hätte. Aber das müssen wir ja gar nicht, denn ihn brauchen wir. So, wir gehen rein, die Spieleraussprache. Konditionell sind andere Teams derzeit stärker. Ja, das ist klar, weil wir ein bisschen in der Winterpause sind. Aber fitnessmäßig sind wir ja natürlich auch hier eigentlich relativ gut dabei, ne? Gar nicht so schlecht. Hoffentlich bleiben sie noch lange da, sagt hier Karkbo. Das werdet ihr auch denken. Hoffe ich zumindest mal. Venebrecht, was sollen die Einwechselspieler in den paar Minuten ausrichten? Ja, das ist natürlich so eine Sache, aber da muss es sich mehr reinhängen, dass er von Anfang an spielt. Die Einwechslungen sind so spät, laut Andi Ottel. Und ich erwarte von meinem Trainer Ehrlichkeit, sagt Lee Howe. Sind wir nicht ehrlich? Ich weiß es nicht. Wieso ist denn die Fanbeliebtheit hier so weit unten? Das gibt's doch gar nicht. Also da scheint was nicht zu stimmen, denn die Fans sind doch bestimmt zufrieden mit uns. Nach diesen richtig geilen Sachen hier. Mal gucken, das muss man doch hier noch woanders sehen. Teamstatus. Taktik 5 von 5, das ist schon mal gut, aber das meine ich gar nicht. Sondern hier haben wir's, glaube ich. Zentrale oder Fans? Nee, auch nicht. Transfers müssen wir nochmal ein bisschen nachlegen. Von den Sternen her. Manager 2, Vorstand 2, Stadion 5, ist klar, geniale Stadion, Taktik auch 5, Mitarbeiter 4. Aber die Transfers sind noch nicht so richtig genial. Aber gut, wir gehen mal rein. Wir haben 18 neue Nachrichten, mein Lieber. Hoffen wir, dass gute dabei sind. Lustenberger Trainingsziel erreicht, sehr schön. Lell unterschreibt neuen Vertrag. Oczipka unterschreibt neuen Vertrag. Alfredo Morales hat auch noch verlängert. Knoll ebenfalls, sehr schön. Spielerfeier, sie hatten für heute eine Party organisiert, verlieren 5 frische Punkte. Feier war großartig, wunderbar, Scouting abgeschlossen. Aber erst Stufe 5. Hier, Armin Junes auf Stufe 8. Den gucken wir mal an. Junes, so. Was sagt er uns? Gute Schüsse aus der zweiten Reihe, kann durch seine Dribblings oftmals Überzahl schaffen. Bei 11 Metern ein Wackelkandidat, hätte keine Sprachprobleme. Junges Talent, das sich noch sehr gut entwickeln kann. Mit seiner 59er Stärke. Was haben wir bei Corey Günther? Distanzschüsse treffen zu selten, dass der Overwatch viele Bälle durch seine Zweikampfstärke, keine Sprachprobleme, läuft seine Gegner müde. Aber der ist noch nicht fertig gescoutet, da warten wir auf jeden Fall noch.